Was geht, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Elex. Jawohl, ich bin gerade nach Hause gekommen von der Arbeit. Schön was zu Abend gegessen, schön geduscht und jetzt wird gezockt. Wir sind stehen geblieben, hier diesen einen Ort zu erforschen, beziehungsweise einer von den drei Orten. Beim ersten Ort war ja nichts gewesen. Und beim zweiten haben wir jetzt entdeckt, dass sich die Alps hier aufhalten. Aufgrund, dass sie uns nicht angreifen, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass wir mit denen mal reden können. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was die auf dem Kasten haben. Schauen wir doch mal. Keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezol, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist... exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Nein! Warte mal. Nur zu, ihr Separatisten, seid keine Gefahr für mich. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Erst denken, dann handeln, Commander. Nee, so. Aha. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Nicht? Warum hast du dich dann in unsere Nähe begeben? Du bist jetzt ein Abtrünniger. Wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexatoren anschließen wirst? Oh, Leute, wir können uns denen anschließen. Oh, jetzt will ich mal gucken. Ich will einfach nur keinen Ärger mit euch. Ich werde meine Rache kriegen und wenn ich dabei untergehe. Nein, der Direktive ist Folge zu leisten. Also doch eigentlich nach... Ich probiere mich mal wirklich denen anzuschließen. Also wenn es irgendwie möglich ist. Wäre natürlich mega geil. Ich werde meine Rache kriegen. Und wenn ich dabei untergehe. Nun gut. Ich glaube dir. Obwohl, ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Ich muss mal schnell die Musik ein bisschen leiser machen. Das kommt mir gerade ziemlich laut vor. So. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen, Gefühle zu entwickeln. Einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexator Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten. Etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexator Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen und wir wussten, die Elexatoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexatoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexatoren. Wie steht ihr zu den freien Menschen? Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen. Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexatoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein, wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt.
Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Ich denk mal schon, ne? Elixator Kalax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elixitoren nichts. Ja. Elixitor Kalax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elixitoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Wann habt ihr Elixator Kalax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Was genau macht ihr hier in Edan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Ja, ich weiß, der Elixentzug ist hart. Alles ist neu. Ungewohnt. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal, wie die Unterstützung aussehen mag, wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist nicht mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Okay. Der Berserker Harkon schickt mich. Tatsächlich. Nun, dann bist du entweder hier, um uns zu töten, oder du hast eine Nachricht für uns. Harkon sagt, ihr hättet seine Männer hier in der Gegend umgebracht. Nun, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, wir waren dabei, als der Spähtrupp der Berserker hier vorbeikam und von uns angegriffen wurde. Sie hatten keine Chance gegen uns. Du musst verstehen, wir waren Soldaten von Xakor und befolgten Befehle. Aber jetzt zählen wir uns nicht mehr zu ihnen. Nicht, solange die Alps blind dem Wort der Elixitoren vertrauen. Wir sind jetzt Separatisten. Sag den Berserkern, dass wir die Sache wieder gerade rücken wollen. Sag Harkon, dass wir einen Waffenstillstand ersuchen und ihren Schutz gegen unseren gemeinsamen Feind brauchen. Beeile dich. Wenn sie uns hier draußen finden und angreifen, ist es zu spät. Okay, das lasse ich jetzt mal so. Gut, dann kann man uns hier hinporten. Nee, scheiße. Boah, das müssen wir dann alles wieder runterlaufen. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwo einen, dass wir uns hier hinporten können, so ein Teleportationsding finden können. Das Vieh mache ich platt! Scheiße, das kannst du vergessen. Hier sind viel zu krasse Viecher. Okay, wir reden mal mit Harkon. Ja. Teleportieren wir uns mal ins Dorf wieder, nach Goliath. Ich lasse mir das noch kurz auf der Karte anzeigen. Der Unterhändler. Hier. Wo müssen wir hin? Okay. Gut, dann schauen wir doch mal, was der uns zu sagen hat. Oder wie der darauf reagiert. Dass die Alps jetzt da unten sind. Also, das sind ja nicht mehr Alps. Bin ich mal gespannt. So.
Ich habe deine Alps gefunden. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben? Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben? Ach, und wer soll es dann gewesen sein? Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Oh, jetzt ist es natürlich ganz schwierig. Ich glaube, der nimmt dich trotzdem auseinander, egal. Soll ich ihm sagen, wo die sind? Ja, ich sag's ihm halt trotzdem. Sie sind im Westen. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Na also. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Mhm, tipptopp. Ja, das ist gut. Sehr schön. Jetzt frage ich mich, muss ich wieder da hingehen und mit denen reden? Oder nicht? Okay, das Einzige, was wir noch machen können, wir können jetzt nochmal schnell mit Ragnar reden. Mal gucken, ob sich das bei dem auch rumgesprochen hat, dass wir Kontakt mit den Alps aufgenommen haben. Und ansonsten, wenn der nichts zu sagen hat, gehen wir jetzt nochmal runter zu den Separatisten. Und reden jetzt dann nochmal mit denen. Am besten will ich wissen, ob Ragnar jetzt endlich mal... Ist das wirklich so? Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Strafe überführt. Sehr gut. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Toll. Streng dich an. Wenn nur die Hälfte davon stimmt. Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Ach, Mann. Wahrscheinlich hat es nicht ausgereicht. Wahrscheinlich müssen wir die erstmal noch ins Dorf rein begleiten oder sonst irgendwas mit denen reden oder ich, ach, weiß doch auch nicht. Haben wir jetzt überhaupt noch einen Auftrag da unten? Nee, nicht, gell? Ich gehe jetzt trotzdem aber nochmal zu denen runter. Ich will einfach wissen, wo die waren. Wo war die denn? Ziemlich genau hier waren die, ja. Genau. Ich will trotzdem wissen, wie die jetzt drauf reagieren, dass ich jetzt mit dem Typen gesprochen habe. Ah, ne, Karte. Hier. Nee. Schließen. Hier war das gewesen, glaube ich. Nein, Mann! Ah, mit X, genau. Ey. So. Also, machen wir uns nochmal auf den Weg. Das sollten wir noch schaffen von der Zeit her. Und ja, mal gucken, wie die wir jetzt wirklich drauf reagieren. Kommt der du raus? Ah ja. Oder ob wir überhaupt mit denen noch reden müssen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es könnte sein, dass sie trotzdem auseinandergenommen worden sind. Das wissen wir halt nicht, ne? Oh, was haben wir denn da? Oh. Nicht schlecht. Cool. Ein Hammer. Ja, okay. Müssen wir weitergehen. Oh, da haben wir irgendwie so ein... Ah, ich habe keinen Presslufthammer mehr, gell?
Ah doch, ich hab einen. 20 Elix nicht schlecht. Du, 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 du. Prächtig. Hä? Wieso sagt denn der plötzlich was? Tut mir leid, Leute, dass ich heute. Hier wurde irgendeiner ermordet oder so, ein Alchemist. Kann ich. Ich dachte, ich kann was mit der Ratte machen. Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen ruhiger bin. Aber ich bin schon ziemlich im Arsch von der Arbeit heute. Aber ich dachte, ich mache trotzdem noch einen Part, weil darauf hatte ich halt schon Bock gehabt. So. Ist es noch weit? Sehr schön. Schauen wir doch mal. Oh nö, wir sind ja bald da. Ah, wir sind außen rumgelaufen. Tatsächlich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nur egal. Doch, wir sind jetzt dann gleich da. Oh, hier sind irgendwelche. Oh Gott. Hier ist ganz viel Rot auf der Karte. Hä? Aber nee, das ist doch die Stelle. Oh nee, das ist noch nicht hier. Das ist weiter vorne gewesen. Das ist hier gewesen. Scheiße. Kommen die her? Ich glaube nicht, gell? Okay, wir umlaufen die schnell ein bisschen. Ja, ich muss schnell mein Jetpack aufladen. Das war die Stelle, wo uns die Typen angegriffen haben. Genau hier die Brücke. Ah, scheiße. Wo diese komischen ganzen Monsterviecher waren. Oh, ich hoffe, ich komme da hoch. Ich Depp. Also gut, muss ich jetzt doch irgendwie schnell einen kleinen Umweg laufen. Dunkle Zeit ist das. Oha. Oh shit, die habe ich ja gar nicht gesehen. Die haben die Typen auseinandergenommen. Krass. Oh shit. Da ist ja noch so ein Vieh. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Kommt mir das nach? Ich weiß nicht. Oh shit, da war noch so ein Vieh. Hier war das gewesen. Nein, das war nicht hier. Hä? Scheiße, wo war denn das? Oder war das hier gewesen? Oh, scheiße. Hier war es gewesen, oder? Nee, auch nicht. Hä? Bin ich jetzt vollkommen blöd? Wo war denn das gewesen? Sag mal, Karte. Das war ja im Wasser gewesen. War es dann hier? Ja, dann kann es ja fast nur dort gewesen sein, oder? Also doch wieder in die andere Richtung. Ich laufe am besten durchs Wasser gerade. Weil das war ja sowieso am Wasser gewesen.
Das kühlt ja schnell. Lauf schneller. Nein, das sind so Giftspinnen. Oh, wie weit geht denn das noch? Oh, ich kann nicht mal einen Trank trinken. Oh, shit, das war knapp. Hey, das war... Jo, will der mich... Lauf doch. Oh, hier war das gewesen. Oh, die Berserker sind inzwischen auch hier. Nein. Die haben sie gekillt. Ohne Scheiß. Also reden wir mal. Habt ihr die Separatisten hier getötet? Habt ihr die Separatisten hier getötet? Separatisten? Alps sind Alps. Da gibt es keine Grauzone. Natürlich waren wir das. Die Alps haben ihr Recht auf Leben verwirkt. Sie wildern durch unser Land. Verdammte Sie bauen ihren Boot. Monströsen Konverter auf unserem Boden. Wir können das nicht dulden. Wenn du nicht hier bist, um uns zu helfen, dann lass uns jetzt in Ruhe. Scheiße. Ist das eine Boss oder was? Komm schon. Greift der mich an? Ey, willst du mich verarschen? Was greift der mich an? Nein, der hat einen Pfeil! Nein, nein, nein! Wow! Ein Schuss, ich bin tot. Nein! Oh, oh! Hey! Lauf! Ey! Mach mal einen Trank trinken. Ey, total übertrieben. Ja, easy. Scheiße, Mann. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn er ein bisschen ruhiger war. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.